Ja, heute möchte ich mit euch mal bei Raumplanung in 3 Minuten über Umweltprobleme reden. Denn das ist auch ein Thema, das man sich immer mal wieder behandeln sollte. Und dabei möchte ich mir heute einfach mal die Frage stellen, was sind eigentlich Umweltprobleme? Als Umweltprobleme bezeichnen Umweltplaner, aber auch andere Wissenschaftler all jene Einflussfaktoren des Menschen, die sich negativ auf seine Umwelt, aber auch auf die Natur auswirken. Man unterscheidet bei Umweltproblemen in der Regel zwischen quantitativen Umweltproblemen und qualitativen Umweltproblemen. Von einem quantitativen Umweltproblem spricht man, wenn der Verbrauch eines Umweltgutes dessen eigene Regenerationsfähigkeit übersteigt. Eines der besten Beispiele für ein solches Umweltproblem ist die Überfischung. Es werden nämlich mehr Fische gefangen, wie nachwachsen kann. Ein qualitatives Umweltproblem liegt vor, wenn sich ein Umweltgut durch den Einfluss des Menschen erheblich verschlechtert. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Überdüngung, wodurch das Grundwasser so stark verschmutzt wird, dass es ein Riesenaufwand ist, das wieder rückgängig zu machen. Oder ein anderes Beispiel ist die Luftverschmutzung, weil wir mittlerweile so viel Abgas in die Luft produziert, gestopft haben, dass wir überlegen müssen, wie können wir diese Abgase wieder rausbekommen. Grundsätzlich muss man sich bei Umweltschutz aber immer darüber im Klaren sein, dass Umweltschutz vor allem den Menschen dient. Denn es geht natürlich dann, wenn man wirklich Umweltschutz betreiben will, darum, die Umweltprobleme so zu lösen, dass sie für Menschen und Tiere gleichermaßen wieder eine vitale Lebenswelt schaffen. Und eine der besten Lösungen dafür sind Windräder. Warum und wieso, das habe ich neulich mal in einem Video hier auf meinem Kanal erzählt. Und dieses entsprechende Video werde ich euch hier am Ende jetzt noch verlinken. Ich hoffe, euch hat dieses Video über Umweltprobleme heute gefallen und ich hoffe, wir haben endlich mal wieder die 3 Minuten geschafft heute. Wenn ja, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare #3 Minuten und ja, beim nächsten Mal schaffen wir die 3 Minuten bestimmt auch wieder. Ich weiß gar nicht, was da an dem Thema drankommt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert am besten jetzt den Kanal. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Ciao!